heute gibt es wieder mal ein Neuerscheinungsvideo und zwar zu den Bücherneuerscheinungen im April, Mai und Juni 2021. Ich stelle euch also heute alle deutschen Neuerscheinungen in diesen 3 Monaten vor, die ich auf dem Radar habe. Also wirklich nur die Bücher, die mich interessieren und wo ich drüber nachdenke, ob ich sie kaufe oder nicht. Bei einigen steht es schon fest und bei anderen werde ich erst die Leseprobe lesen, wenn möglich, oder einige Meinungen abwarten. Und das sind eben die Bücher, auf die ich mich freue, wo ich gespannt bin und wo ich drüber nachdenke, sie mir zuzulegen. Also alle Bücher, die in diesen 3 Monaten erscheinen, von denen ich weiß. Das bedeutet, ich habe wahrscheinlich nicht alles auf dem Schirm. Es gibt sehr vieles, was ich nicht drauf habe, weil es Folgebände sind. Es gibt auch einige Dinge, wie zum Beispiel die neue Kurzgeschichte von Poznanski, die, soweit ich weiß, im Mai erscheint, die mir zu kurz ist, also die deswegen rausfällt, weil ich keine 80 Seiten Bücher lese und da nicht so wirklich den Sinn hintersehe, dafür dann 5 bis 10 € auszugeben. Deswegen ist es nicht auf der Liste. Also es gibt ein paar Dinge, die aus guten Gründen fehlen. Und es gibt aber auch ein paar Dinge, die nicht aus guten Gründen fehlen, sondern die einfach deswegen fehlen, weil ich sie nicht weiß. Das heißt, wenn ihr Bücher habt, wo ihr denkt, warum ist das nicht auf der Liste? Das könnte aber auch was für dich sein. Dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Das würde mich total interessieren, was ihr dazu sagt. Und wo ihr vielleicht noch Lücken erkennt. Und ich will natürlich wissen, welche davon interessieren euch? Konnte ich eure Wunschlisten erweitern? Welche davon habt ihr schon länger auf dem Schirm und welche nicht? Also nehmt euch Papier und Stift, schreibt fleißig mit, erweitert eure Wunschliste und vielleicht bestellt ihr das eine oder andere vor. Das mache ich nie. Mal gucken, ob ich es vielleicht in dem einen oder anderen Fall hier auch mache. Aber ich stelle euch zunächst erstmal alle Bücher vor, die im April, Mai und Juni von den Neuerscheinungen für mich relevant sind. Angefangen natürlich mit dem April. Und das Buch, was ich jetzt vorstelle, ist schon erschienen, wenn ihr das Video seht, weil es am 1. April direkt erschienen ist. Und da es auf meiner Prioritätenliste nicht ganz so weit oben ist, ist es auch okay, dass dieses Video rauskommt, wenn das Buch schon längst erschienen ist, nämlich This Is Our Show von Annie Lück, das am 1.4., wie gesagt, bereits auf den Markt kam. Ein New Adult-Buch mit einem nicht so schönen Cover. Also ich finde, das Cover sieht auch gar nicht so New Adult-mäßig aus. Und der einzige Grund, warum ich es auf der Liste habe, ist, dass es so ein bisschen La La Land-Vibes hat irgendwie. Also, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber hier geht es um Dawn und die entdeckt eine Bar, in der sie dann landet. Und Silas, der Barbetreiber, und sie freunden sich dann an und sie verliebt sich nach und nach in diese Bar und eben auch in Silas, merkt dann aber, dass es so einige Geheimnisse dieser Location gibt. Ich finde, es klingt total wie La La Land. Jazzbar, also es ist tatsächlich auch eine Bar, wo Jazzmusik gespielt wird, soweit ich weiß. Und halt diese Liebesgeschichte zwischen einer außenstehenden Person und ihm. Wenn die jetzt noch Schauspielerin ist, dann lache ich. Aber ich glaube nicht, zumindest sagt der Klappentext nicht, dass es so ist. Und der einzige Grund, warum ich es drauf habe, ist halt, dass ich La La Land über alles liebe und es einfach klingt, als wäre es La La Land, finde ich. Also mal gucken, irgendwie ist das Cover nicht so toll und ich müsste da die Leseprobe lesen, um zu entscheiden, ob das auch stilmäßig an La La Land rankommt, weil es müsste dann ja schon ganz gut geschrieben werden und es darf keine platte Liebesgeschichte sein. Mal gucken. Dann ein Buch, was am 13.04. erscheint von Kaigo Higashino. Kleine Wunder um Mitternacht. Dieses Buch werde ich mir kaufen, weil ich letztes Jahr die Leseprobe gelesen habe und die war wirklich sehr, sehr gut. Es ist ein Roman, wo es um 3 Jungs geht, die einen Raubüberfall durchgeführt haben oder irgendwas in der Richtung. Ich glaube, sie haben Auto geklaut oder irgendwie noch was anderes. Und sie sind dann auf der Flucht und brauchen einen Unterschlupf und kommen dann eben in dieses alte Haus, das eben mal einem Mann gehört hat, der schon länger nicht mehr lebt. Und sie hausen dann eben in diesem Haus als Fluchtversteck quasi. Und dann flattern nach und nach Briefe ein aus der Vergangenheit. Weil dieses Haus so eine Art Schnittpunkt ist zwischen der Jetztzeit und der Vergangenheit. Und es klingt ein bisschen irre, aber es ist richtig toll gemacht. Also die Leseprobe war super, fantastisch geschrieben. Und das werde ich mir ziemlich sicher holen. Ob ich es direkt am 13. kaufe, weiß ich noch nicht. Aber das steht auf der Liste. Das ist wirklich, kann ich empfehlen, von der Leseprobe her. Ich kann euch die gerne auch nochmal in der Infobox verlinken, dann könnt ihr da mal nachgucken. Genau. Dann ein Buch, was auch am 13.04. erscheint und was im Englischsprachigen schon so gehypt war. Also wirklich richtig krass gehypt.
dass ich halt hoffe, dass meine Erwartungen da irgendwie rankommen, also dass es meine Erwartungen irgendwie erfüllen kann. Ich bin sehr happy, dass es das gleiche Cover hat wie im Englischen, nämlich Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte. Und hier geht es um einen Beamten, der sich um magisch begabte Kinder kümmert, der eben einfach von Heim zu Heim geht und eben überprüft, ob dort alles korrekt ist. Und er soll dann dieses Waisenhaus, also Mr. Parnassus Heim, ist eben dieses Waisenhaus und er soll es inspizieren und stellt dann fest, dass ja, dort ein bisschen mehr Abenteuer auf ihn wartet, als er gedacht hätte. Und alle, die es gelesen haben im Englischen, lieben es. Also wirklich alle Leser, die ich kenne, alle Booktuber und alle lieben dieses Buch und sagen, das ist zwar ein Kinder-Jugendbuch, aber es ist für alle Altersklassen gedacht und es ist wie eine warme Decke. Also wie so eine Kuscheldecke, die man um sich legt. Und das ist die beste Buchbeschreibung ever. Wie kann man das Buch dann nicht lesen wollen? Also ich bin total gehypt und ich kann es kaum erwarten und werde das auch beim Erscheinungsdatum kaufen. Am 13.04. oder später, muss ich mal gucken. Das steht auf jeden Fall schon fest. Genau. Dann am 19.04. erscheint ein Buch, wo ich genauso gehypt bin, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr, weil es letztes Jahr schon erscheinen sollte und es verschoben wurde und verschoben und verschoben und endlich kommt es raus. Und zwar Ein Fluch so ewig und kalt von Bridget Kemmerer. Da haben ganz viele von euch bestimmt schon von gehört, weil es im Englischsprachigen eine Trilogie ist. Der zweite und dritte Teil kommen hier auch noch raus auf Deutsch. Und es ist ein Jugendfantasy-Buch, wo es um die Schöne und das Biest geht. Und es ist so gehypt im Englischen, dass ich halt hoffe, dass es meine Erwartungen erfüllen kann. Aber es geht eben um das Königreich Amberthar, wo der Prinz verflucht ist. Und wenn er nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums ein Mädchen findet, was ihn liebt, dann verwandelt er sich in ein Biest und muss das Mädchen, wo, ne, dass das Versuch, Kaninchen war, quasi töten. Und dann trifft er aber auf ein ganz besonderes Mädchen, nämlich eins aus Washington DC, das ein bisschen kämpferischer ist als die anderen Mädchen. Und ich liebe die Schöne und das Biest, ist eine meiner Lieblingsmärchen. Und ich finde diese Art von Adaption immer gerne. Das Cover ist toll, aus dem Englischen übernommen. Und ich bin so gehypt. Ich werde es mir auf jeden Fall kaufen, sobald es erscheint. Also das steht fest. Und ich werde versuchen, das in meine Challenge mit reinzubringen. Ob mir das gelungen ist, weiß ich noch nicht. Aber ja, das werde ich auf jeden Fall lesen, sobald ich kann, weil ich so gehypt bin. Dann ein Buch, wo ich noch nicht ganz sicher bin. Da werde ich die Leseprobe lesen. Aber das Konzept hat mich schon mal abgeholt. Und zwar A History of Us vom ersten Moment an von Jen DeLuca. Das Cover ist so lala. Aber es geht um Emily. Und Emily muss beim Mittelalterfestival einspringen als Schaustellerin, weil ihre Schwester verhindert ist. Und für ihre Schwester macht sie das natürlich, aber sie trifft dort auf Simon, der ist der Organisator des Ganzen, und die beiden hassen sich. Die kann ihn überhaupt nicht leiden, aber als er dann in die Rolle des Prinzen schlüpft und sie eben auch eine Schaustellerin ist, kommen sie sich darüber eben näher. Und ich finde dieses Setting des Mittelalterfestivals super interessant und spannend. Und das habe ich auch noch nicht so oft gelesen. Es gibt so ein, zwei Bücher, die ich im Kopf habe, aber das ist, finde ich, selten Handlungspunkt oder Settingspunkt von so einem Buch und das finde ich sehr, sehr spannend und ich hoffe, dass es mich begeistern kann. Genau. Dann am 23.04. kommt ein Buch von Jen McKinley und zwar Irgendwo ist immer irgendwer verliebt. Und hier geht es um Chelsea, die ist 29 und extrem unglücklich. Und sie denkt dann zurück an die Zeit, als sie noch jung war, Anfang 20, glaube ich, nach dem Abi, hat sie dann eben eine Europareise unternommen und in drei Städten drei Männer kennengelernt, mit denen sie einen Sommerfling hatte sozusagen. Und jetzt, viele, viele Jahre später, denkt sie daran zurück und denkt, warum nicht? Ich gehe einfach zurück und mache diese Reise nochmal und gucke, wer davon meine wahre Liebe war. Und darum geht's. Ich finde, es hat halt Major Mamma Mia 2 Vibes und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich es auf der Liste habe, weil ich diesen Aspekt bei Mamma Mia 2 so toll fand, dass sie eben an drei verschiedenen Orten drei verschiedene Menschen kennenlernt. Und ja, ne, dieses Europareise-Flair hat das Ganze eben. Und ich hoffe, das ist gut. Da werde ich aber die Leseprobe lesen, um das näher festzustellen. Am 28.04. kommen dann zwei Bücher raus, bei denen ich extrem unsicher bin. Und eins davon ist von Sebastian Fitzek. Ganz, ganz viele von euch werden auch davon schon gehört haben, weil es ja durch die Medien ging. Zumindest hat er es groß angekündigt. Und zwar kommt sein erster Nicht-Thriller. Also klar, er hat schon ein Sachbuch geschrieben und ein Kinderbuch, aber sein erster Roman erscheint im April. Und der heißt Der letzte erste Tag und es ist ein 0815-Klappentext, der auch der Grund ist, warum ich so skeptisch bin. Es geht nämlich um einen Mann, der von München nach Berlin fährt und sich den Mietwagen mit einer anderen Frau teilen muss, die er nicht kennt. Und auf diesem Weg lernen die beiden sich dann eben kennen. Ich weiß nicht, ob es eine Liebesgeschichte ist, aber ich finde, der Klappentext klingt sehr 0815, das Cover ist sehr mittelmäßig und es ist halt ein Roman von Fitzek und zwar einer, der 250 Seiten nur hat. Ich hasse Bücher, die weniger als 300 Seiten haben,
Ich habe die Erfahrung, dass ich die selten mag. Es gibt Ausnahmen, aber selten. Ich finde Roadtrip-Stories, die einfach nur im Auto sitzen und von A nach B fahren, beinhalten selten spannend. Ich mag die meistens nicht. Und ich weiß es nicht. Also ich kann euch nicht sagen, ob ich mir das Buch holen werde. Aber die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch. Ich weiß es echt nicht. Also dann glaube ich nicht für den Vollpreis, weil irgendwie, weiß ich nicht. Also das ist noch so ein großes Fragezeichen in meinem Katalog. Aber es ist ein Lieblingsautor und deswegen gehört es auf die Liste. Und deswegen muss ich mich noch damit auseinandersetzen, ob ich es Ende April haben will oder nicht. Dann ein Buch von zwei Autoren, zwei japanischen Autoren. Ich glaube, das ist Japan. Auf jeden Fall asiatischen Autoren. Das Geschenk eines Regentages kommt am gleichen Tag raus wie der Fizek und ist ein Roman, wo es um Miyu geht und er findet einen kleinen Kater. Nee, sie ist eine Frau, sorry. Sie findet einen kleinen Kater und ihr Alltag war vorher okay, wird aber dadurch viel aufregender und lebendiger. Und es geht einfach um diese Beziehung, die sie zu ihrem Kater aufbaut. Und ich bin kein Katzenmensch, deswegen ist es ein großes Fragezeichen. Aber es klingt nach einer Geschichte, die irgendwie Tiefgang haben könnte und die irgendwie, ja, so ein bisschen warm und schön und positiv sein könnte. Und einfach diese Beziehung, die Haustiere und ihre Besitzer haben, positiv und schön darstellen kann. Ich bin sehr gespannt. Ich muss da auf jeden Fall die Leseprobe lesen. Aber das ist auf jeden Fall auf meiner Liste, weil das Setting nicht ganz meins ist, aber Potenzial hat, finde ich. Dann ein Thriller, und zwar von Philipp de Roy, oder Roy? Roy? Nee, Philipp de Roy, glaube ich. Die Nacht der Acht mit einem sehr mittelmäßigen Cover. Und hier geht es um Quentin, der seine Freunde in die Villa seiner Eltern einlädt. Ich glaube, es ist ein Jugendthriller, soweit ich weiß, weil es ist auch bei Carlsen erscheint es auch. Und sie machen ein Trinkspiel. Wer sich erschreckt, muss trinken. Und nach läuft das Ganze mehr und mehr aus dem Ruder. Und der einzige Grund, warum ich sehr unsicher bin, ist, ich finde das Setting super. Ich finde, es klingt richtig spannend. Aber da stand Thriller-Horror und Andeutungen vom Klappentext wirken so, als könnte es eine Geistergeschichte sein. Und da bin ich raus, wie ihr alle wisst. Das heißt, das ist noch ein großes Fragezeichen. Da werde ich wahrscheinlich erstmal die Meinung abwarten, weil da es eine Carlsen-Neuerscheinung ist, kann ich die Leseprobe nicht lesen. Das geht nicht. Deswegen, ja, also das ist unwahrscheinlich, dass es einzieht, aber das Konzept klingt gut und wenn es keine Geistergeschichte ist, will ich es lesen, auf jeden Fall. Aber das muss ich erst klären, ob es eine Geisterstory ist. Also wenn ihr es lest, dann meldet euch bitte gerne bei mir zurück. Dann ein Buch von einer Autorin, die total beliebt ist, die ja von vielen gelesen wird in Deutsch und in Englisch und ich habe noch nie was von ihr in der Hand gehabt. Obwohl ich ihren Namen schon häufig gehört habe, und zwar Casey West. Und sie hat am 29.04. ein Buch, das im Deutschen erscheint, und zwar 9 Chancen für die Liebe. Und hier ist auch das Grundsetting der Punkt, warum ich es lesen will. Und zwar geht es um Sophie, und sie arbeitet bei einer Floristin, die die Blumengestecke für Veranstaltungen macht. Und auf diesen Veranstaltungen trifft sie jedes Mal auch auf Andrew, weil er ist der Koch des Chefs, der Sohn des Catering-Chefs. Und sie ist dann eben auf 9 verschiedenen Veranstaltungen. Jedes Mal trifft sie auf Andrew. Die beiden können sich überhaupt nicht leiden. Aber es sind eben 9 Chancen für die Liebe. Also man kann sich denken, in welche Richtung das geht. Aber ich finde diese 9 Events irgendwie, ich finde es richtig spannend. Ich finde es richtig cool. Und ich bin recht sicher, dass es bei mir auch einzieht. Ob zum Vollpreis und direkt am Erscheinungsdatum, das weiß ich noch nicht. Da gucken wir dann mal. Dann ein Buch, was wahrscheinlich viele von euch überraschen wird, weil es aus dem Lux Verlag ist. Und ich habe sonst nichts vom Lux Verlag auf der Liste, weil ich finde, dass alle Klappentexte gleich klingen und das New Adult Genre einfach nicht mein Genre ist. Ich mache Ausnahmen, aber nicht häufig. Dieses ist aber eine Ausnahme, weil es nach was anderem klingt. Es klingt anders. Und diese Art von Ideen möchte ich natürlich. Und zwar Die Rebellin von Oxford, Band 1, Verwegen von Evie Dunmore. Und hier geht es um Annabelle. Und sie ist eine der ersten Frauen, die am Oxford College studieren dürfen. Im Gegenzug soll sie aber die Frauenbewegung unterstützen und möchte deswegen einen Lord, der bei ihr in der Nähe haust, sozusagen, dazu bewegen, sich der Bewegung anzuschließen. Denn wenn sie so prominente Unterstützung haben, dann wird das Vorhaben sicher interessant. Und ja, dann geht es um die Beziehung zwischen ihr und ihm. Und ja, ich finde, es klingt irgendwie, ja, nach einer Liebesgeschichte, aber dieses Setting mit der ersten Frau, die studiert, oder den ersten Frauen, die studieren dürfen, und der Frauenbewegung in der Vergangenheit, irgendwie könnte es interessant sein. Aber da muss ich definitiv erst die Leseprobe lesen. Das kann ich so aus dem FF nicht entscheiden. Dann das letzte Buch, was im April erscheint, also nicht das letzte, was erscheint, aber was auf meiner Liste zuletzt kommt, ist ein Buch, was ich auf jeden Fall kaufe und mit Hannah zusammenlese und wo ich inhaltlich nichts zu sagen kann, denn es ist der zweite Teil der Knight of Crowns Trilogie von Stella Tuck.
erscheint am 30.04., ist ein Jugendfantasy-Buch und ich habe den ersten Teil geliebt. Er hatte Schwächen, es war kein Jahreshighlight, wir haben uns über einiges sehr lustig gemacht, aber das Konzept war super cool. Es ist halt ein Jugendfantasy-Buch, wo es um ein Mädchen geht, das an ein Internat kommt und relativ schnell merkt, dass die Dinge dort nicht so sind, wie sie da gedacht hat und sie Teil eines großen Schachspiels ist. Und ja, es ist wirklich, wirklich interessant und cool und wir sind beide gespannt, wie der zweite Teil weitergeht. Also das wird auf jeden Fall gekauft und muss deswegen natürlich auch auf diese Liste. Der Mai ist ebenfalls ein sehr erscheinungsreicher Monat, zumindest von den Büchern, die mich interessieren. Und zwar erscheint am 3. Mai Fluch der sieben Seelen und es ist ein Fantasy-Buch, wo es um eine Prinzessin geht, die zur Hofmagierin werden soll. Und sie muss eben ihre Seelenmagie beherrschen und das vorführen und dann wird sie zur Magierin werden. Doch bei der Zeremonie gerät ihre Magie außer Kontrolle und sie tötet aus Versehen jemanden. Und daraufhin muss sie aus dem Land fliehen, zusammen mit einem Piraten. Und auf dieser Reise lernen die beiden sich nicht nur besser kennen, sondern sie entdecken auch, dass das Land in größerer Gefahr ist, als sie dachten. Und naja, wer rettet das Land dann? Ist ja klar, ne? Die beiden natürlich. Ich finde, es klingt richtig gut. Piratengeschichten lese ich nicht so oft. Und Geschichten, wo jemand mit einem Pirat zusammen fliehen muss, finde ich spannend, hat Potenzial. Auch da, Leseprobe wird mir wahrscheinlich mehr verraten. Dann ein Thriller, der ebenfalls am 3.5. erscheint, und zwar Eine perfekte Ehe von Kimberly McWright. Und hier geht es um eine Anwältin, die eigentlich ein bisschen Auszeit nehmen wollte, weil sie ihre Ehe retten will. Die haben so ein bisschen Eheprobleme und sie will eigentlich Zeit mit ihrem Mann verbringen, bekommt dann aber den Hilferuf eines alten Freundes, weil er bezichtigt wird, seine Partnerin umgebracht zu haben. Und ja, es ist eben ein Thriller. Ich finde irgendwie diese Ausgangslage ganz cool, dass die Figur selber Eheprobleme hat und dann jemandem helfen soll, der für den Mord an seiner Partnerin angeklagt ist. Ich finde, es ist ein cooles Konzept. Und auch da wird wahrscheinlich die Leseprobe dann mehr verraten, wenn ich eine bekommen kann. Klingt ganz gut, ist aber, wird man halt sehen, wie es gemacht ist, auf jeden Fall. Und dann habe ich ein Krimi auf der Liste, was ja sehr, sehr häufig nicht so mein Genre ist. Also, verkehrter Satz, was nicht oft mein Genre ist. Aber irgendwie klingt es gut, finde ich. Und zwar 12 Stunden von Kirsten Nähle. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und hier geht es um eine Mordserie in Würzburg, wo eine Journalistin eine Nachricht bekommt, dass die Wächter Würzburgs, also so eine extreme Gruppe, sich dazu bekennen und sagen, dass sie ein Menschenleben retten kann, wenn sie der Gruppe hilft. Und das ist natürlich dann, ja, sie will ein Menschenleben retten, aber zu welchem Preis? Und ich finde irgendwie, das klingt richtig gut. Ich lese nicht so oft Krimis oder Thriller, wo so eine Gruppierung quasi Anschläge verübt. Und ich finde es eigentlich ganz interessant und spannend. Da wird man mal sehen, wie es gemacht ist. Und ich hoffe natürlich, dass das Würzburg-Flair dann sehr gut rüberkommt. Da ist das Setting auf jeden Fall Teil des Appeals. Aber ja, ich finde, es klingt ganz gut. Der einzige Krimi, glaube ich, auf meiner Liste. Dann ein Buch, was ich kaufen werde. Was ich sicher kaufen werde, das steht 100% fest. Das Video dazu findet ihr hier oben. Und zwar Lügen können töten von Harriet Theis. Das erscheint am 10.05. Und da geht es ja um Sadie, die ins alte Haus ihrer Mutter zieht, mit ihrer Tochter zusammen. Sie will bei der alten Anwaltskanzlei, wo sie sonst immer war, wieder anfangen. Und ja, dann geht es um Lügen und Intrigen zwischen ihr, ihrer Schwester, dem Fall, bei dem sie arbeitet. Und ja, ich fand, die Leseprobe war richtig gut. Ich habe dazu, wie gesagt, das Video verlinkt, wo ich über die Leseprobe spreche. Und da findet ihr dann alle Begründungen, warum ich dieses Buch haben möchte. Aber ich werde es auf jeden Fall direkt am 10.05. kaufen. Das nächste Buch, da bin ich auch total gespannt, weil es ein richtig cooles Setting hat. Und zwar Die Urlauber von Amanda A. Ward. Oder Eyre Ward. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Erscheint am 10.05. Und hier geht es um Charlotte. Und sie gewinnt einen Schreibwettbewerb. Und der Gewinn, der dann eben ihrer ist, ist eine Kreuzfahrt, ja, auf einem Kreuzfahrtschiff mit ihrer ganzen Familie, ich glaube 10 Tage oder so, oder 14 Tage. Und das Interessante ist eben, dass diese Familie sich auseinandergelebt hat und jetzt machen sie zusammen diese Kreuzfahrt und alte Wunden, Konflikte und Geheimnisse kommen ans Tageslicht. Ich liebe Kreuzfahrtthematiken, ich würde glaube ich nie eine selber machen, obwohl, weiß man nicht. Aber ich möchte auf jeden Fall mehr lesen, wo Kreuzfahrtschiffe eine Rolle spielen und irgendwie ist dieses Setting so vielversprechend und diese Grundidee, dass ich wirklich hoffe, dass es gut ist. Da werde ich aber auch wahrscheinlich mal reinlesen, bevor ich das entscheide. Dann ein Buch, was in eine ganz andere Richtung geht, weil es, glaube ich, sehr melancholisch ist und sehr schwer,
aber gleichzeitig ein Buch sein könnte, was sehr viel Tiefgang und Nachdenklichkeit mit reinbringt. Und zwar Der Morgen davor und das Leben danach von Anne Napoliano. Das erscheint ebenfalls am 10.05. Und hier geht es um Edward, der ist 12 Jahre alt und steigt mit seinen Eltern ins Flugzeug. Dieses Flugzeug stürzt dann ab und er ist der einzige Überlebende. Und er muss nun damit klarkommen, dass er beide Eltern verloren hat. Er ist 12 Jahre alt und dann geht es eben darum, wie ging es ihm davor und danach. Und ich glaube, es könnte sehr emotional sein. Also ich muss mich darauf einlassen, aber wenn die Leseprobe gut ist, dann hat das echt Potenzial, muss ich sagen. Ja. Dann ein Buch, was ich sicher kaufen werde, weil ich vom Englischen her nur Gutes gehört habe. Es ist total gehypt. Es ist die Art von Geschichte, die ich lesen will. Und es ist von einer Autorin, von der ich erst kürzlich was gelesen habe. Und zwar von W.E. Schwab, nämlich Das unsichtbare Leben der Addie LaRue. Das erscheint am 16.05. und ist ein Jugendfantasy-Buch, wo es um Addie geht. Und die macht einen, ich glaube, sie lebt im 18. Jahrhundert. Und sie macht einen Pakt mit dem Teufel, dass sie für immer leben kann. Aber im Gegenzug dazu wird sie von niemandem erkannt. Das heißt, sobald sie einen Raum verlässt, hat jeder sie vergessen. Und das heißt natürlich auch, dass sie keine langwierigen Beziehungen formen kann, weil jeder sie vergisst, sobald sie aus deren Augen verschwindet. Sobald sie aus deren Sichtfeld verschwindet. Und so lebt sie 300 Jahre lang. Und es ist sehr schwer für sie, weil sie das, glaube ich, falsch eingeschätzt hatte, was die Konsequenzen für ihr Leben bedeuten. Und dann trifft sie plötzlich auf einen Jungen, der sie doch erkennt und sie von irgendwer woher zu kennen scheint. Und es klingt super gut. Der Umschlag, also das Cover ist richtig hübsch. W.E. Schwab ist ja sowieso recht beliebt und ich habe sehr viel Gutes gehört und hoffe, dass mich das mitziehen kann. Also ich bin extrem gespannt. Es soll sehr langsam erzählt sein, aber wenn ich es vorher weiß, glaube ich nicht, dass es ein Problem ist. Mal gucken. Dann ein Buch, wo ich ebenfalls extrem gehypt bin. Ich muss halt mal gucken, ob ich es wirklich kaufe, aber ich bin relativ sicher, dass es in meinem Warenkorb landet. Und zwar All Your Hidden Gifts, Band 1, Die Macht der Karten von Carolyn O'Donoghue. Das erscheint am 26.05. und hier geht es um Mayville. Ich hoffe, das spricht man so aus. Und sie findet im Keller ein Kartenspiel und dieses Kartenspiel ermöglicht ihr genaue Vorhersagen über die Zukunft ihrer Freunde zu treffen. Und als sie eines Tages, ohne dass die Freundin das wollte, ihr die Karten legt von ihrer besten Freundin, verschwindet diese plötzlich spurlos und sie muss nun versuchen herauszufinden, was passiert ist. Und es geht um Tarotkarten, es geht um Magie. Ich finde es so toll. Ich finde alles, was mit Hexen und Tarotkarten und Wahrsagerei zu tun hat, so spannend und kann kaum abwarten, herauszufinden, wie diese Geschichte ist. Also richtig, richtig cool, habe ich mega Bock drauf. Und ich glaube, es ist Carlson, das heißt, Leseprobe ist da nicht, aber ich kaufe es mir einfach. Es ist ja nicht so dick und es ist eh nur der erste Teil, aber irgendwie, ich finde das Cover cool und die Prämisse ist halt mega cool. Dann noch ein Buch, wo ich ein bisschen unsicher bin. Vielleicht warte ich da auch erstmal ab, was die Leseprobe sagt oder was verschiedene Meinungen sagen. Nämlich Underworld Chronicles Band 1, Verflucht von Jackie May. Das erscheint am 28.05., ist also für Mai das letzte auf meiner Liste. Und hier geht es um Nora. Und sie hat übernatürliche Fähigkeiten, mit denen sie auch ganz gut zurechtkommt. Und dann muss sie plötzlich für einen Vampir, ich glaube sogar den stärksten Vampir der Stadt oder so, einen Auftrag erledigen, der sie ganz schön in Gefahr bringt. Also ich weiß nicht so viel darüber. Das ist ein sehr kurzer Klappentext, der nicht so viel hergibt. Aber irgendwie dieses Vampir, Werwölfe, Trolle, ne, diese magischen Wesen, die hier im Klappentext schon erwähnt werden, könnten das Ganze sehr spannend machen. Ich werde wahrscheinlich auf eine Leseprobe zurückgreifen müssen, weil irgendwie habe ich noch nicht so ein richtiges Verständnis dafür, in welche Richtung das dann wirklich gehen wird. Also mal sehen. Genau. Und im Juni erscheinen dann gar nicht mehr so viele Bücher, die mich interessieren, was, glaube ich, ganz gut ist, weil mein armer Geldbeutel. Also irgendwann kann ich die auch nicht mehr lesen und das geht natürlich ins Geld. Angefangen mit einem Buch, was ganz gut klingt eigentlich. Und vor allem, weil es wieder so klingt wie ein Film, den ich sehr mag. Und zwar Morgen schreibe ich dir ein Happy End von Tash Skilton. Ein Liebesroman, wo es um Miles und Zoe geht, die sich im echten Leben überhaupt nicht ausstehen können. Die sind Rivalen, die hassen sich, meh. Aber unwissentlich verlieben sie sich übers Internet, weil sie nämlich im Internet miteinander chatten. Und ja, dann ist natürlich die Frage, wie wird das funktionieren, wenn sie rausfinden, wer sie wirklich sind? Ich finde, das hat Major E-Mail für dich Vibes. Also es klingt einfach, als wäre es E-Mail für dich als Buchform. Und ich liebe diesen Film. Ich liebe den Film mit Meg Ryan. Kennt ihr bestimmt. Ist richtig toll. Und wenn das so ähnliche Vibes hat, bin ich dabei. Es darf natürlich nicht den gleichen Verlauf nehmen, aber könnte cool sein.
Also ich hoffe, dass es vom Feeling und von meiner Begeisterung her ähnlich ist. Ebenfalls am 1.6. erscheint das neue Buch von Casey McQuiston. Von der habe ich ja Red, White and Royal Blue schon gelesen und für gut befunden. Und das neue Buch ist natürlich im Englischsprachigen auch extrem gehypt und alle erwarten es total. Und es kommt auch schon im Juni, ja, Juni zu uns nach Deutschland. Und zwar One Last Stop. Und hier geht es um August. Sie ist Studentin und in der U-Bahn trifft sie dann auf Jane, die so ein bisschen anders wirkt und irgendwann fällt ihr auf, dass Jane nie aussteigt und ja, irgendwie irgendwas stimmt da nicht. Und es geht darum, dass Jane aus einer anderen Zeit kommt und die sich nur in dieser U-Bahn treffen und diese Liebesgeschichte zwischen den beiden Mädchen dann eben sehr kompliziert wird. Aber ich bin sehr gespannt. Es hat halt eben diesen merkwürdigen Sci-Fi-Aspekt, dass die eine, ich weiß gar nicht welche Zeit, 80er oder 90er, irgendwie sowas in dem Dreh, aus dieser Zeit kommt. Und die U-Bahn nicht verlassen kann und die sich nur in der U-Bahn treffen können und verlieben können quasi. Und ich bin so gespannt, wie sie aus dieser Situation wieder rauskommen. Das Cover ist super hässlich, aber es hat Potenzial. Und ich habe irgendwie auch Suspekt davor, dass Casey McQuiston diese Art für Jugendbücher, also nur Adult-Bücher mit Schwulen- und Lesben-Thematik schreibt und diese eben sehr locker leicht macht. Und ich habe Vertrauen darin, dass es auch wieder sehr gut werden könnte. Ich hoffe halt, dass es so lustig ist wie Red, White and Royal Blue, also dass es ähnliche Humorstrukturen hat. Das wäre sehr schön. Und dann ein Buch, wo ich extrem unsicher bin, weil ich glaube nicht, dass ich die Zielgruppe bin. Ich glaube nicht, dass es was für mich ist, aber ausprobieren möchte ich es. Kommt auch am 1.6. raus. Und zwar Die Götter müssen sterben von Nora Bensko. Ein Fantasy-Buch, das beworben wird mit für alle Fans von Markus Theitz, was ich nicht bin, weil er schreibt die Art von Fantasy, die mir zu heftig ist, aber die Ausgangslage klingt zu gut, um wahr zu sein. Und zwar geht es um die Prophezeiung um Troja, es geht um den Kampf zwischen den Amazonen und den Helden und Areto ist keine eigentliche Kriegerin. Sie ist zwar eine Amazone, aber sie ist keine ausgebildete Kriegerin und wird dann von Artemis, der Göttin der Jagd, gesegnet und muss nun lernen, ihre Rolle in der Prophezeiung einzunehmen. Es klingt so gut, das Cover ist sehr 0815, aber ich mag diese Thematik. Ich mag die Thematik rund um die Amazonen. Das fand ich auch den besten Teil an Wonder Woman, waren die Amazonen und Helden und diesen Konflikt, den es da gibt. Also finde ich wirklich cool und wirklich stark. Und ich werde mal reinlesen. Ich habe aber ein bisschen Angst, weil Markus Zusak extrem brutal ist und extrem High Fantasy, was nicht so mein Ding ist. Also ich muss mal gucken, was da überwiegt, aber ich habe es auf der Liste auf jeden Fall. Dann am 13.06. erscheint ein Buch, wo ich so unsicher bin. Und irgendwie ist hier schon wieder so der Klappentext mega geil. Aber der Autor hat mich nur enttäuscht bisher. Und zwar Jonas Winner. Es geht um Der Nachlass. Und ich habe zwei Bücher von ihm gelesen, das erste und das zweite. Und die hatten beide eine richtig gute Prämisse. Und er hat nichts draus gemacht. Also es war echt enttäuschend. Das waren beides Bücher, die nicht scheiße waren, aber denen ich so 3 Punkte gegeben habe. Und deswegen bin ich jetzt so unsicher bei Der Nachlass, weil da wird es auch wieder so sein. Es geht um Hedda und sie stirbt und ihre Familie ist in Trauer, möchte aber natürlich auch das Erbe haben, denn sie hat sehr, sehr viel zu vererben. Aber im Testament steht, nur wer 27 Aufgaben eines Wettbewerbs gewinnt, kann ihr Erbe bekommen. Und ich liebe die Prämisse, es klingt so geil, aber es ist halt Jonas Winner, ne? Und ich muss da dann schon realistisch rangehen. Also wenn ich es für 4,99 kriege als E-Book, bin ich dabei. Ansonsten vielleicht nicht im Juni. Dann hat es vielleicht auf meiner Prioritätliste nichts verloren und rutscht eben nach unten. Weil ich will halt das Geld nicht ausgeben, wenn ich so sicher bin, dass er mich wieder nicht abholen kann, weil er es zweimal schon nicht geschafft hat. Und die Prämissen waren genauso gut wie diese hier. Also, ja, ich bin sehr skeptisch. Und dann, zu guter Letzt, am 14.06. erscheinen noch zwei Thriller. Und zwar Watch, glaub nicht alles, was du siehst. Und hier geht es um Tina, die den Job bekommt, dass sie in London ein normales Leben führen und auf eine Wohnung aufpassen soll. Aber sie darf das nur, wenn sie keinen Kontakt zu ihrem früheren Leben hat. Keine E-Mails, keine Anrufe, keine WhatsApp, gar nichts. Und als sie dann dahinter kommt, warum sie das machen muss, was der eigentliche Ziel dieses Auftrags ist, geht es plötzlich um Leben und Tod. Denn sie sehen alles. Keine Ahnung, wer sie ist, aber ich finde, es klingt richtig spannend, richtig cool. Ich mag ja so House-Sitting-Plots. Und ich habe auch noch nicht so viel in der Richtung gelesen. Also es hat Potenzial und ich hoffe, dass es ein spannender Thriller ist. Wahrscheinlich wird auch hier die Leseprobe entscheiden, ob ich es hole oder nicht. Aber es könnte was sein. Und dann ein Thriller, wo ich irgendwie mag ich das Cover, obwohl eine Frau drauf ist, aber irgendwie hat das was. Findet ihr nicht auch? Irgendwie
keine Ahnung. Und zwar Perfect Woman, was weißt du wirklich über sie? Richtig schlimmer Titel, von Andrea Barth. Und hier geht es um The Herd. Das ist ein Coworking Space für Frauen. Und die Chefin, Elena, wird von allen bewundert. Und eine Journalistin will dann eben ein Buch über sie schreiben und hat auch eigentlich ganz gute Einblicke, weil ihre Schwester die Vertraute von Elena ist. Aber dann verschwindet die Schwester. Und jetzt muss die Journalistin nicht nur dieses Buch schreiben, sondern auch rausfinden, was hat die Schwester, warum ist die Schwester verschwunden, was ist passiert und was steckt hinter der großen Elena sozusagen. Finde ich, klingt richtig cool, ist so ein Buch von Frauen für Frauen, nehme ich mal an. Ja, starker Frauenthriller. Warum nicht? Könnte cool werden. Aber auch da, ich muss erst auf die Leseprobe beharren, weil irgendwie so richtig aussagekräftig ist es noch nicht. Und ein Thriller muss halt auch spannend von Seite 1 an sein. Ne? Genau. So, nachdem ich mich jetzt um Kopf und Kragen geredet habe, sind wir am Ende angekommen. Ich habe im Juni nicht so viel. Also, wenn ihr noch Neuerscheinungen habt, die ihr im Juni auf eurer Liste habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Und schreibt mir gerne, konnte ich eure Wunschliste erweitern? Ist irgendwas dabei, was euch interessiert? Habt ihr euch was notiert? Oder ist etwas dabei, wo ihr sagt, könnt ihr nicht empfehlen? Oder glaubt ihr, ist eher nichts für mich? Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann werden wir uns über diese Neuerscheinung unterhalten. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ich würde sagen, das war's von mir an dieser Stelle und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!